Hamburg aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von Hamburg 2. Hallo und willkommen. Heute ist Montag, der 8. Mai. Ich bin Clemens Benke. Was ist los bei uns in der Stadt? Wie ist die aktuelle Nachrichtenlage? Worüber spricht man in Hamburg? In unserem Stadtnachrichten-Podcast bekommt ihr eure Hamburg-Infos jeden Tag von Montag bis Freitag immer ab 17 Uhr. Und am Anfang der Woche blicken wir ja wie immer auf die wichtigsten Themen der Woche. Das mache ich heute wieder mit unserem Hamburg-Politikexperten mit Matthias Adler, dem Herausgeber vom Hamburger Tagesjournal. Ja, es ist voller in der Stadt, das habt ihr vielleicht schon mitbekommen. Viele sind zum OMR-Festival gekommen, dem Online-Marketing-Rockstars-Festival. Das ist die Digital- und Marketingmesse in Europa. 70.000 Besucher werden in den Messehallen erwartet. Auch darüber spreche ich gleich nochmal mit Matthias. Und unseren Hamburg aktuell Podcast zum OMR Festival, den könnt ihr auch nochmal nachhören bei uns. Das ist die Ausgabe vom 25. April. Da spreche ich mit dem Gründer und Geschäftsführer des OMR Festivals, Philipp Westermeier, nochmal ganz ausführlich über die Geschichte des Festivals, ja, wie alles angefangen hat und welche Stars der Szene da morgen und übermorgen zu uns in die Stadt kommen. Jetzt gibt's hier erstmal unseren Nachrichtenüberblick mit Markus Steen aus unserer Stadtnachrichtenredaktion. Brutaler Angriff in der S-Bahn hier bei uns in Hamburg. Ein 25-Jähriger hat einen Fahrgast mit einem faustgroßen Betonbrocken auf den Kopf geschlagen. Das Ganze ist in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag gegen 20 vor 4 passiert, an der Haltestelle Tiefstack in Billbrook. Augenzeugen zufolge soll der 25-Jährige den anderen Fahrgast unvermittelt und von hinten angegriffen haben. Das Opfer ist mit einer stark blutenden Platzwunde am Kopf zu Boden gegangen. Andere Fahrgäste haben sofort erste Hilfe geleistet und die Polizei gerufen. Der Täter musste mit Hilfe von 4 Beamten unter großer Gegenwehr auf die Wache getragen werden. Dabei hat der Mann um sich gespuckt. Gegen den 25-Jährigen ist jetzt ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet worden. Wir gehen immer mehr zu Fuß, fahren Fahrrad oder Bus oder Bahn. Das sagt zumindest eine repräsentative Umfrage, die unser Verkehrssenator Agnes Tjax jetzt vorgestellt hat. Was steht noch drin, Marc? Besonders dürfte Tjax gefallen, dass der Radverkehr im Vergleich mit 2017 um satte 7 Prozentpunkte zugelegt hat. Schließlich ist er nicht nur Verkehrssenator, sondern auch Senator für die Mobilitätswende. Ein Grund für den starken Anstieg beim Radverkehr dürfte auch sein, dass es inzwischen wesentlich mehr E-Bikes gibt. Der sogenannte motorisierte Individualverkehr ist dagegen im Vergleich um 4 Prozent zurückgegangen. Zwar räumt Tjax ein, dass die Veränderungen durch Corona und die Zunahme an Homeoffice den Trend weg vom Auto unterstützt hat, andererseits hätten auch seine verkehrlichen Maßnahmen der letzten Jahre Wirkung gezeigt. Bis 2030 will der Verkehrssenator jetzt erreichen, dass 4 von 5 Wegen zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit Bus oder Bahn absolviert werden. Wenn man weiter so selten einen Parkplatz findet, könnte das sogar klappen. Danke, Marc. Kurze Erinnerung, wenn ihr morgen einen Termin im Krankenhaus habt, könnte es schwierig werden. Denn da wollen die Krankenhausärzte streiken. Diese und andere Meldungen des Tages hört ihr jede Stunde immer um halb in den Hamburg 2 Stadtnachrichten. Tatsächlich die meisten Nachrichten aus unserer Stadt. Was ist diese Woche in Hamburg wichtig, Clemens? Ja, das bespreche ich jetzt mit Matthias Adler, dem Herausgeber des Hamburger Tagesjournals. Hallo Matthias. Hallo Clemens, grüß dich. War viel los bei uns am Wochenende, der erste Hafengeburtstag ohne Corona-Einschränkungen. Wie lief's denn? Ja, das lief wohl sehr gut. Es sind 1,1 Millionen Zuschauer gezählt worden. Das liegt leicht über den Erwartungen, die man im Vorfeld hatte. Ist ja auch der erste Hafengeburtstag von Hafensenatorin Melanie Leonhardt gewesen, die sehr zufrieden war. Vom Ablauf ist es ja eigentlich im Prinzip immer das Gleiche, aber auch immer schön. Diesmal gab es noch eine Ergänzung beim Schlepperballett. Da haben diesmal Künstler von John Neumeier, Nachwuchskünstler, auch ein Ballett gegeben. Was ich sehr beeindruckend fand, war das Feuerwerk, 15 Minuten und wirklich, wirklich vom Feinsten. Da hat man sich so ein bisschen gewundert, auf die Feinstaubdebatte im Hafen, die man da hat, aber das spielt an dem Abend wohl keine Rolle. Und was wohl sehr schön war, war dann eben die Auslaufparade, weil da ja im Gegensatz zu den Tagen davor auch das Wetter stimmte und die Sonne schien und der Wind von hinten kam. Insofern war das wohl ein tolles Fest. Also kein Wind von vorne am letzten Tag des Hafengeburtstags, weil du den Feinstaub gerade angesprochen hast, Matthias. Es gab ja Beschwerden bzw. Hinweise vom NABU, von Malte Siegert vom NABU, dass man das doch bitte lassen sollte mit dem Feuerwerk und dafür eine Lasershow machen sollte, ne?
Ja, das finde ich ist wirklich was, wo man drüber nachdenken kann, weil Feuerwerk ist ja, denke ich, schon eher so eine auslaufende Geschichte. Es gibt ja mittlerweile tolle Sachen, die man mit Drohnen auch machen kann. Das wäre für Hamburg ja auch eine gute Gelegenheit, sich so da zu positionieren, eben so mal so etwas fortschrittlich zu feiern irgendwie. Aber nichtsdestotrotz, den Leuten, die da waren, hat das, glaube ich, sehr gut gefallen. Mhm. Aber er hat natürlich recht, im Hinblick auf die Tiere ist das natürlich schon ein Problem. Heute, Matthias, einige werden es vielleicht auf dem Weg zur Arbeit gesehen haben. In der City am Rathaus zum Beispiel sind die Flaggen gehisst. Das ist Tag des Gedenkens bei uns in der Stadt. Das erwähnst du auch im Tagesjournal. Und zwar so in der Form zum ersten Mal. Ne? Was hat das für einen Hintergrund? Also der 8. Mai ist ja der Tag der Befreiung, der 8. Mai 1945, wird erstmals als offizieller Gedenktag gefeiert. Das hatte die Bürgerschaft im vergangenen Jahr beschlossen. Dazu wird es am Nachmittag eine Gedenkveranstaltung am Mahnmal St. Nikolai geben. Da wird Bürgermeister Peter Tschentscher sprechen, auch Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit. Kent Nagano wird das musikalisch begleiten und eine jüdische Überlebende, wird von ihrer Kindheit in Hamburg erzählen. Mit dem Gedenktag will man dem Tag eben eine besondere Bedeutung geben. Der Linken geht es nicht weit genug. Sie fordert ja immer, dass das ein richtiger Feiertag werden soll, ein arbeitsfreier Feiertag, weil sie sagt, irgendwie, wie soll man denn da in der Pause gedenken? Das macht ja keinen Sinn. Aber immerhin ist es ein erster Schritt, diesen Tag anders wahrzunehmen als in der Vergangenheit. Es wird auch auf dem Jungfernstieg wird es eine Veranstaltung geben und auch auf dem Gerhard-Hauptmann-Platz. Kann ich so ein bisschen auch nachvollziehen, die Argumentation der Linken. Das wäre ja dann der erste Hamburg-eigene Feiertag sozusagen, den wir dann auch mal hätten, ne? Genau. Also es gibt, glaube ich, 6 andere Bundesländer, die das auch so handhaben. Arbeitsfrei ist der nirgends. Aber die Linke hat da eben so ein bisschen andere Vorstellungen. Ich glaube, die wollen ja auch den Frauentag am 8. März als Feiertag haben. Aber es ist ja auch wichtig, dass man da nochmal so andere Impulse bekommt. Insofern hast du recht, das ist absolut nachvollziehbar, dass man das zumindest mal als Idee einbringt. Ja. Matthias, wer heute am türkischen Konsulat in der Nähe der Alster, Testdorfstraße ist das, glaube ich, vorbeigegangen ist, dem sind eventuell dort auch wartende Menschen aufgefallen. Das wird sich noch den ganzen Tag heute hinziehen, denn heute ist auch Endspurt bei der türkischen Wahl in Hamburg. So muss man das sagen. Der letzte Tag also, an welchem bei uns lebende Türken ihre Stimme abgeben können für die Wahl in der Türkei. Wie wählen denn die Hamburger Türken, Matthias? Gibt es dazu Zahlen? Gibt es dazu Angaben? Also es sind ungefähr, wenn ich es richtig gesehen habe, 40.000 Hamburger Türken, die dort wählen dürfen. Das Konsulat ist aber auch für gesamt Norddeutschland zuständig. Da sind es, glaube ich, so 150.000. Und bei der letzten Wahl zumindest war es so, dass die norddeutschen Türken Erdogan treuer waren als in der Türkei selber. Hier gab es eine Zustimmung von 60%. In der Türkei waren es, glaube ich, 54%. Also insofern ist hier die Begeisterung für Erdogan oder zumindest war sie noch relativ groß. Dieses Jahr soll es ja ein sehr enges Rennen werden mit seinem Konkurrenten. Da ist wohl auch in Deutschland relativ viel von Erdogans Seite geworben worden, aber wesentlich stiller als das bei der letzten Wahl der Fall war. Da gab es auch Probleme irgendwie und deswegen hat man versucht, das wohl diesmal so ein bisschen unter dem Radar laufen zu lassen. Aber es ist eine sehr, sehr spannende Wahl. Und tatsächlich sind ja die Stimmen der nicht nur der Norddeutschen, sondern überhaupt der Türken, die in Deutschland leben, nicht ganz unwichtig für diese Wahl. Das hat man ja auch bei den letzten Wahlen gesehen. Matthias, morgen gibt es viel Lob und Ehrung für Hamburgs beste Auszubildende. Was ist da geplant? Das ist ein Empfang für Auszubildende der Pflege. Da werden 38 Frauen und 8 Männer geehrt für ihren Einsatz in der Pflege, die ja durch Corona jetzt auch nochmal ein bisschen mehr Wertschätzung bekommen hat. Auch weil es jetzt von der Demografie etwas sein wird, was zunehmend beachtet werden wird. Und damit will man eben morgen ein Zeichen setzen im Rathaus und den Nachwuchs der Pflege ehren. Am Mittwoch ist auch Bürgerschaft, da wird es auch einen Antrag geben, dass man die Ausbildung der Pflegekräfte verbessert und sie eben auch finanziell entlastet. Also das ist ein Thema, was uns auch in den nächsten Jahren ganz stark noch weiter beschäftigen wird.
Ja, das glaube ich auch. Es ist ja viel applaudiert worden für die Pflegekräfte während der Corona-Zeit. Und von deren Seite kommt halt auch die Forderung, Applaus ist schön und gut, aber wir brauchen eigentlich auch mehr Geld. Ne? Genau. Morgen ist in der Karolinstraße einiges los. Im Bereich der Messehallen ist die Straße dicht. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt so schon mal hatten bei einer Messeveranstaltung. Das OMR-Festival startet, also das Online-Marketing-Rockstars-Festival. Das ist die Digital- und Marketing-Messe in Europa. 2011 gestartet in Hamburg, ganz klein. Morgen und übermorgen werden ca. 70.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Das wird eine Riesenveranstaltung. Ich weiß nicht, bist du auch da? Ich werde morgen mal hingehen, muss man auf mich wirken lassen. Das ist ja wirklich sehr beeindruckend. Das war es ja letztes Jahr schon. Ja. Letztes Jahr war es ja insofern ganz speziell, als wirklich ganz kurz vorher die Corona-Maßnahmen gefallen sind und sich dann da 70.000 Leute gedrängelt haben. Unglaublich. Das musste man erstmal verarbeiten in diesem Jahr. Du hast das gesagt, wird das erste Mal die Karolinenstraße gesperrt, damit die Messebesucher da die Straße kreuzen können. Das hat auch so ein bisschen Ärger im Vorfeld gegeben, aber das ist dann, denke ich, ab morgen auch vergessen. Das hat sich wirklich toll entwickelt, das Festival, und hat mittlerweile eben auch eine hohe Relevanz für den Tourismus in der Stadt und für die Hotelbranche und eben auch für die Wahrnehmung in der Republik, was das Thema eben digital und Marketing angeht. Wie gesagt, ca. 70.000 Leute, 800 Referenten, wenn ich weiß. Also insofern, das wird eine sehr, 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 sehr runde Geschichte werden, denke ich. Ja, eine Riesenveranstaltung. Unser Bürgermeister Peter Tschentscher soll auch da sein. Und nochmal ganz kurz zur Sperrung. Da hatte mir Philipp Westermeier, der Geschäftsführer und Macher dieses Festivals, gesagt, es gibt so eine Art Entschädigung für alle Besucherinnen und Besucher, die da hinkommen wollen oder die da wohnen, für die Anwohner. Die können dort auch ein Shuttle nutzen, um von der einen Seite dann zur anderen zu kommen, und die sind da auch eingeladen. Also riesiges Event auf jeden Fall, was es da wie, wann und wo gibt und wie sich das Festival auch über die Jahre entwickelt hat. Das ist wirklich interessant, darüber spreche ich auch nochmal ganz ausführlich mit Gründer und Geschäftsführer des OMR-Festivals, mit Philipp Westermeier. In Hamburg aktuell, das ist die Folge vom April, vom 25. April, um genau zu sein. Unbedingt da nochmal reinhören. Philipp erzählt da wirklich ganz spannend von den sehr kleinen und bescheidenen Anfängen mit ein paar Leuten bis jetzt 70.000. Das ist ja auch wirklich eine Erfolgsgeschichte. Matthias, am Mittwoch heißt die Devise freie Fahrt für emissionsfreies Alsterschippern. Was ist da geplant? Na, der Senat möchte, dass die Schiffe auf der Alster emissionsfrei werden, aus Umweltschutzgründen eben, und hat sich dafür eine Zeit gesetzt oder eine Frist gesetzt bis 2030. Bis dahin müssen die 17 Alsterdampfer umgerüstet sein. Betrifft aber auch die Boote der Vereine, die ja da teilweise die Ruderer begleiten oder die Segelschiffe. Mhm. Die sollen eben auch umgerüstet werden, und da gibt es, glaube ich, auch entsprechende Fördermöglichkeiten, die Vereine dann nutzen können, um ihre Boote eben entsprechend umzurüsten. Aber die Zeitachse ist eben auch relativ lang, 2030, also das sollte machbar sein. Und das stellt Umweltsenator Jens Kerstan dann auf einem Schiff auf der Alster vor. Bis 2030 ist auch noch ein bisschen Zeit, und diese Umstellung, die soll es ja auch für die Elbschifffahrt geben. So, Matthias, jetzt müssen wir nochmal den sportlichen Blick aufs Wochenende werfen. Es bleibt ja spannend nach der HSV-Enttäuschung am vergangenen Wochenende. Was für Chancen haben wir denn da noch für den HSV? Du hast wahrscheinlich das Spiel gesehen, ne? Muss ich gar nicht mehr fragen. Ich hab's gesehen. Es ist ja immer unterhaltsam, das kann man das darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Aber es ist eben so, dass der HSV auch nicht in der Lage ist, über 90 Minuten mal einen Gegner wirklich zu dominieren. Irgendwie, da sind einfach zu viele Phasen der Schwäche dabei, deswegen wieder nur ein Unentschieden. Das ist ein bisschen glimpflich gelaufen, weil auch der Tabellenzweite auch nur unentschieden gespielt hat. Das heißt, der Abstand beträgt weiter 4 Punkte, und theoretisch kann der HSV sogar noch direkt aufsteigen, wenn sie denn gewinnen. Auf der anderen Seite kommt St. Pauli jetzt auch langsam von hinten, die sich sehr stark durchgesetzt haben gegen Darmstadt und am Samstagabend gegen Fortuna Düsseldorf spielen. Und wenn sie das Spiel gewinnen, dann sind sie relativ nah am HSV, der am nächsten Tag in Regensburg antreten muss. Und um die Nervenstärke der HSV-Profis ist es ja nicht so günstig gestellt. Insofern geht Trainer Fabian Hützler davon aus, dass da vielleicht auch noch was geht in Sachen Aufstieg. Es wird sehr spannend werden. Ja, das glaube ich. Mal sehen, wie es ausgeht. Matthias, hast du noch ein Highlight der Woche?
Also ein Highlight könnte nochmal werden der European Song Contest, der dieses Jahr am nächsten Sonnabend stattfinden wird. Das wird auch der letzte sein von Peter Urban als Kommentator. Das ist ja wirklich eine Legende über Jahre gewesen. Das Ganze findet in Liverpool statt. Zwar hat die Ukraine gewonnen, aber da kann es eben nicht stattfinden. Deswegen ist man nach Liverpool gegangen. Und Urban ist sogar relativ optimistisch, was diesmal die Platzierung einer deutschen Band angeht. Wir haben ja die Hamburger Band Lord of the Lost, die relativ auffällig auftritt. Also das wird ganz spannend und mal gucken, ob Deutschland mal nicht ganz hinten landet bei dem Wettbewerb. Matthias, wunderbar. Ich danke dir für die Einschätzungen der Hamburg-Themen der Woche und wünsche dir noch eine tolle Woche. Und wir hören uns dann spätestens am Montag in einer Woche wieder. Wünsche ich dir auch. Bis dann. Ciao, Clemens. Bis dann. Danke dir. Hamburg aktuell. Das ist euer Stadtnachrichten-Podcast von Hamburg 2. Montag bis Freitag gibt es uns immer ab 17 Uhr. Morgen ist Schulsenator Thies Rabe bei mir im Hamburg aktuell Podcast und es gibt viel zu besprechen zum Thema Schule nach Corona. Schüleranstieg und Lehrermangel zum Beispiel an unseren Schulen und die sogenannten Schulabsenzen, also das Schwänzen, das ja auch zunehmen soll bei uns in Hamburg. Das Thema wird uns auch nochmal beschäftigen. Ich freue mich auf Thies Rabe morgen ab 17 Uhr in der neuen Folge von Hamburg aktuell. Abonniert uns, empfiehlt uns weiter und für Kritik, Fragen, Vorschläge und Anregungen könnt ihr euch jederzeit bei uns melden unter stadtnachrichten@hamburg2.de. Ich bin Clemens Benke. Bis dann. Hamburg aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast vom Radiosender Hamburg 2.